Ja, und jetzt sind alle Pferde in den Boxen, alle startklar. Der Start ist erfolgt, alles gut abgekommen. Und Dominant an der Innenseite hatte den besten Start. Jetzt kommt aber außen Prince Percival und noch weiter außen auch Sunny Rock mit in die vordere Linie. Prince Percival mit dem Kommando vor Sunny Rock. Dahinter ist es Dominant, dicht gedrängtes Vorderfeld. Dann gesellt sich auch Patchouli in diese Gruppe. Aber vorne ist Prince Percival an der Außenseite vor außen Patchouli, daneben Sunny Rock. Dann ist es Landbaron vor Lord Krishun. Dahinter Dominant vor Sovereign State und vor Soul Train vor Seeadler. Und Friend of the Wind. Am Schluss des Feldes galoppiert Sea of Joy, die Deputantin in diesem Rennen. Vorne Prince Percival, jetzt kommt ganz außen South Africa mit in die vordere Linie. Prince Percival jetzt mit South Africa vorne. Der Lord Grishun an der Innenseite, Sunny Rock ist viertes Pferd. So ist das Feld bereits im Schlussbogen. Dann ist jetzt auch Sovereign State deutlich aufgerückt. Patchouli hat Probleme, kommt nicht mehr weiter. Dahinter dann Landbaron vor Stormy Night. So geht es in Richtung der Zielgeraden. Vorne ist Prince Percival unverändert, gemeinsam mit South Africa an der Spitze. Mit drei Längen vor Lord Grishun. Landbaron ist dahinter, dicht auf und weiterhin Patchouli dabei. Muss aber mächtig geritten werden. Prince Percival in der Geraden macht einen Satz, ist zunächst einmal weg, aber South Africa zieht sofort nach. Prince Percival und South Africa, diese beiden klar vor Lord Grishun. South Africa geht jetzt nach vorne in der Bahnmitte. South Africa vor Prince Percival. Im Moment noch deutlich von den anderen. Jetzt kommt Soul Train etwas näher. Lord Grishun bleibt dabei, aber vorne ist South Africa. South Africa vor Soul Train. South Africa, Soul Train. Was kommt von hinten? Lord Grishun ist jetzt Dritter im Moment. South Africa auf 100 Meter noch vor Soul Train. Der wird stärker. Soul Train an der Außenseite. Soul Train vor South Africa. Soul Train schafft es vor South Africa. Dann wird Zeit Joy noch Dritter. Noch vor Lord Grishun, dann Friend of the Wind, dann erst Stormy Night vor Prince Percival, vor Seeadler, Sea of Joy, dann war Sovereign State, vor Sunny Rock, vor Patchouli und letzter ist Landbaron. Vorläufiger Richterspruch, viertes Rennen, BBAG Auktionsrennen. Sieger ist die Programmnummer 2, Soul Train mit Bojan Murzabayev. Zweites Pferd war die 4, South Africa und Alex Peach. Und auf dem dritten Platz war die 8, Sahibs Joy mit Philipp Minarik. Vierter die 7, Lord Grishun. Und auf dem fünften Platz die 3, Stormy Night. Vorläufig also 2, 4, 8, 7 und die 3.